Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Bullet Journal Video. Ich bin Ella, schön, dass du dabei bist. Es ist fast September und ich dachte mir, ich leg mal los und leg das neue Setup an. Und ich wechsle immer ganz gerne ab, mal ein bisschen komplizierter und aufwendiger, mal ein bisschen einfacher. Und dann dachte ich mir, ich habe hier diese Stempel und die benutze ich ganz einfach mal. Und was ich damit mache, das dürft ihr gleich sehen. Viel Spaß! Ich habe wieder meine Tombow-Stifte rausgeholt und habe zwei Farben mir rausgesucht. Einmal den 925 und den 947 und natürlich die Stempel. Einmal mit Buchstaben und Zahlen und die Schmetterlinge. Dann habe ich mir noch ein paar Washi-Tape-Rollen rausgesucht, die zum Farbe passen und eine Clear Stamp mit dem Monat. Zum Schluss noch für den Tombow Fineliner in der Stärke 01. Als allererstes schreibe ich natürlich das Deckblatt und einen schönen großen September Schriftzug, der unterteilt ist. Den habe ich zuerst in Orange geschrieben und dann mit dem braunen Stift einen kleinen Schlagschatten. Ich habe mich für drei verschiedene Schmetterlinge entschieden und dann zum Schluss noch einen vierten rausgesucht und habe sie gestempelt und dann in Orange und Braun ausgemalt. Zum Schluss habe ich noch einmal einen Rahmen in Braun und in Orange gezogen. Mit der Schere dann die Dutch Door gearbeitet und mit der kleinen Schere dann zum Schluss noch die Feinheiten ausgearbeitet und mich dann im Nachhinein noch für einen goldenen Stift entschieden, der die Flugbahn der Schmetterlinge andeutet. Dann habe ich mich noch für eine neue Seite entschieden, und zwar Zeit zu glänzen. Auch hier geht es wieder ans Stempeln und hier benutze ich jetzt dann den Clear Stamp, um den Monat zu stempeln. Auf der einen Seite gibt es wieder das In und Out und diesmal möchte ich mich begrenzen, dass ich höchstens drei Dinge im Monat kaufe und natürlich jede Menge aussortiere. Die Zeit zu glänzen unterteile ich mir in vier einzelne Bereiche, die ich mir dann später noch eingetragen habe. Die nächste Seite ist dann reserviert für meinen Kalender und wie ihr seht, stemple ich wieder, was das Zeug hält. Aber diesmal habe ich mich wieder für ein Kästchendesign entschieden und meine Kästchen sind 2 cm breit und 2,5 cm hoch. Außerdem kommt auf der einen Seite dann auch noch mein Upload-Plan für YouTube hin und meine Aufgaben.
Und wieder male ich die Schmetterlinge natürlich aus. Ich hatte mich da dann entschieden, immer dieselben Schmetterlinge in denselben Farben auszumalen. Und ich versuche, meine Stempel in der Infobox natürlich zu verlinken. Auf der nächsten Seite hat der Habit Tracker wieder Platz und natürlich meine Dankbarkeit. Auch hier benutze ich wieder fast ausschließlich Stempel und Stifte. Und auch der Habit Tracker kriegt wieder ein Kalendarium-Design. Eigentlich wollte ich in den orangefarbenen Strichen den Habit eintragen, also das, was ich tracken möchte, und dann waren jetzt die Wochentage drin. Ich schreibe das nachher einfach drüber. Wie ihr seht, habe ich dann das Washi-Tape noch an der Seite verwendet und das waren sie schon, meine Seiten für September. Ja, ich bin fertig und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn dem so war, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du neu hier bist und es noch nicht getan hast, solltest du meinen Kanal abonnieren mit dem kleinen Glöckchen, denn dann wirst du informiert, wenn es wieder ein neues Video von mir gibt. Und zwar ein Bullet Journal Video, etwas Kreatives oder wie ich den minimalistischen Lebensstil finde. Und bis dahin, bye!